So Leute, Motor ist hier. Herzlich willkommen zu meinem Hearthstone Pack Opening. Sind nicht ganz so viele Packs wie beim letzten Mal, nicht 53. Also ich habe jetzt mal auf die Schnelle 12 Stück zusammengemausert. Ein Classic Pack ist dabei aus einer Arena-Runde und 11 Stück, die ich halt durch das Erledigen meiner Quests bekommen habe. Ja, gucken wir mal, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück als beim letzten Mal. 53 Pack, eine legendäre Karte, das ist natürlich nicht so schön. War jetzt vielleicht ein bisschen schnell, ne? Gut, uns interessieren ja sowieso nur die neuen Karten. Was haben wir denn da? Urtümliche Fusion. Schamane, Priester. Alle Klassen, Brut von den Zod, verleiht euren Liedern plus ein Angriff und ein Leben. Der Silidit-Schwärmer. Kann nur angreifen, wenn euer Held in diesem Zug angegriffen hat. Okay. Wieder nichts dabei. Flüchtiger Schemen. Kopiert eine Karte aus dem Deck eures Gegners für einen Priester. Okay. Einen gesichtslosen Beschwörer, den haben wir auch. Den hatten wir schon. Ja, genau. Der war bei den 53 Packs dabei. Mutierter Wurgen, den haben wir auch schon. Auch hier im Doppelpack. Da sind legendäre Karten, aber echt rar gesät. Bärenweber der Klaxi. Erhält plus 5 Leben, wenn euer Zetun mindestens den Angriff hat. Okay, der Agamhüter, den haben wir. Unheimlicher Schrecken, den haben wir auch. Und die war gerade auch dabei. Moorschleicher, Dunkelhain-Alchemistin, verseuchter Hamsterer. Dunkler Arakoa. Was ist das denn? Vielleicht eurem Zetun plus 3 Angriff und 3 Leben. Egal, wo er sich befindet. Aha. Kriegerkart, Pirat, okay. Verleiht eure Waffe plus einen Angriff und ein Leben, wenn ihr einen Pirat kontrolliert. Eine epische. Der Blutkrieger. Erhaltet eine Kopie jedes verletzten befreundeten Dieners auf die Hand. Okay, das geht ja schon mal. Die wilde Wut, die kennen wir aus dem Big Pack Opening. Zertrümmern, ja, hatten wir auch zu Genüge. Zuckendes Tentakel auch. Und was ist das? Die uralte Schildträgerin. Erhaltet 10 Rüstung, wenn euer Zetun mindestens 10 Angriff hat. Okay. Wieder zertrümmern. Meister der Evolution. Schamane. Ja, die legendäre, die ich gekriegt habe, die war ja auch für einen Schamane. Den Worgen, den haben wir schon. Den Klingenkult ist auch. Machtwort Tentakel. Plus 2 Angriff und 6 Leben. Ja, auch nichts Besonderes dabei. Das Ding aus der Tiefe, ein Spott, der ein weniger für jedes Totem kostet, das ihr in diesem Spiel beschworen habt. Okay, der Klingenkultist, was ist das? Besessener Dorfbewohner. Ruft eine Schattenbestie herbei. Ein Angriff, ein Leben. Der ist gut. Und den unheimlichen Schreck. Jetzt kommen hier. Letzten 4 Packs. Auf der Jagd. Verursacht einen Schaden. Ruft einen Mastiff herbei. Okay, die haben wir auch. Die okkulte Akolytin haben wir im Einsatz gesehen. Gerade im Priesterdeck. Macht vor Tentakel hatten wir gerade auch. Die Brut von den Sod. Verleiht euren Diener. Die hatten wir auch ganz am Anfang. Was ist das? Geheimnis. Zerstört alle feindlichen Geheimnisse. Erhält plus einen Angriff und ein Leben für jedes zerstörte Geheimnis. Der ist gut. Da ist die legendäre und wir haben Ragnaros, den Lichtfürst. Legendäre Paladin-Karte. Okay, stellt am Ende eures Zuges bei einem verletzten Freundencharakter 8 Leben wieder her. Der kam ja schon in dem Video mit dem Alamobot zum Einsatz. Beziehungsweise nicht wirklich zum Einsatz. Ja, das ist schön. Da freut sich der Mensch. Verseuchter Hamsterer, den hatten wir schon, den grotesken Drachenfalken, den habe ich auch schon zweimal. Das Ding aus der Tiefe hatten wir gerade schon. Die urtümliche Fusion auch. Zauberin des Kults. Jedes Mal plus ein Zauberschaden, nachdem ihr einen Zauber bewirkt habt. Okay, euer Zetun erhält plus einen Angriff und ein Leben. Das gesichtslose Ungetüm.
Da wieder die okkulte Akolytin und Donnerkrachen fügt einem Diener viel Schaden zu. Schaman. Und das letzte Pack. Wieder Donnerkrachen, den nerubischen Propheten. Verringert die Kosten dieser Karte. Die haben wir auch schon dabei gehabt. Urtümliche Fusion jetzt auch. Und Machtwort Tentakel. Einsamer Pirscher, den haben wir auch. Naja. Wenigstens eine legendäre Karte. Besser wenigstens etwas. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Pack-Opening unterhalten. Und ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Proteus. Ciao.